eben. Es ist ja nicht so, dass man da nur die ganzen armen Flüchtlinge hat und sowas. Das sind halt ganz normale Menschen, die leisten. Das könnte bei uns halt auch genauso gut passieren. Überleg dir mal, wenn bei uns jetzt Krieg ausbrechen würde und uns alles weggebombt werden würde hier. Ich auch abhauen. Klar, so, ja, eben. Erstens würde ich auch abhauen und zweitens würde ich dann auch meine Sachen mitnehmen. Gerade sowas, wie wenn da jemand seine Familie zurücklassen muss oder sowas, dann würde ich auch mein Handy mitnehmen, um natürlich mit denen in Verbindung bleiben zu können. Richtig, was richtig. Weiß ich nicht, was. Und was ich noch sagen wollte, eben, gerade wenn diese rechten Parteien an die Macht kommen, es ist ja nicht nur das Problem, die sind ja nicht nur von wegen, Ausländer sind blöd, aber sondern wenn ich, so gerade AfD und sowas, die wollen dann ja auch komplett dieses, erneuerbare Energien und so, wollen die ja alles direkt abschaffen und sowas, dann... Gleichberechtigung wieder abschaffen. Genau, keine Alleinerziehenden unterstützen oder allgemein... Halt ja, prinzipiell nicht mehr, ja. Alles nicht mehr, was wir aus humanitären Gründen und aus ethischen Gründen durchgeboxt haben, soll halt quasi wieder zurück, so ein bisschen so zurück zur Steinzeit. Das war ja alles weniger kompliziert, da musste man weniger nachdenken, weil ja, das so ist ungefähr. Ja, vergessen, mir die Spitzhacke zu machen. Ich meine, das verstehe ich, das kommt durch Angst. Das ist einfach Angst. Und das Problem ist, solche Menschen wachsen und kriegen mehr Angst, wenn man ihnen die Angst nicht nimmt. Und anscheinend ist unser Staat momentan nicht in der Lage, diesen Menschen ihre Angst zu nehmen. Dabei kann man doch Menschen unterstützen und ihnen helfen. Leute, guckt mal. Aus den und den Gründen funktioniert das so und so. Ihr braucht keine Angst haben. Aber das Schlimme ist die Medien, ne? Die Medien hypen ja diese Angst und diesen Fanatismus noch viel schlimmer. Ja, richtig. Und dann muss man halt einfach auch mal ganz fair sagen, sorry, aber Leute, die sich dann zu diesen rechten Parteien hingezogen fühlen, sorry, aber die werden da halt wenigstens beruhigt. Ja, das sind die sogenannten besorgten Bürger und man kann da nicht sagen, ja, aber die müssen da, also ich meine, das ist keine Entschuldigung. Natürlich ist es nicht wirklich eine Entschuldigung, aber jeder hat seine Gründe. Man muss auch immer sehen, wo sind die Gründe für das Verhalten einer Person und das hat halt nun mal leider einfach auch Gründe, weil wer sich nicht sicher fühlt, sucht sich Sicherheit und wenn das in Satans Armen ist, wie man so schön immer sagt. Ja, so ungefähr. Die Versuchung ist da ganz groß. Ja, deswegen, das Problem ist halt, viele wählen die dann, also schon allen diese ganzen Protestwähler, wenn ich das schon wieder höre und ja. So, ne? Von wegen, ich wähle die, weil unsere Regierung kann ja auch nichts. Also klar, unsere Regierung ist alles andere als ideal und perfekt und bla und blub. Aber alle mal besser als diese AfD-Nappel da. Ja, vor allen Dingen, ich meine, es ist halt nun mal fast unmöglich, das, was wir ja sagen, Demokratie durchzuführen, weil die Menschen machen ja nicht mit. Wir sehen das ja selber halt auch gerade auf YouTube, irgendwie so ein Kanal mit was weiß ich nicht was, fast 2 Millionen Abonnenten, macht eine Umfrage und da machen dann halt 10.000 mit. Da hast du schon mal einen Schnitt, der ist ja schon eigentlich höher als irgendwie so eine Wahlbeteiligung teilweise. Und was das auch ist halt super einfach, traurig ist. Ja, das ist halt einfach so, die Leute machen halt nicht mit. Das ist halt, wie willst du Demokratie durchsetzen, wenn da nicht, eigentlich das nicht repräsentativ genug ist, weil so den perfekten Schnitt kriegst du auch nicht. Du kannst immer nur so sagen, ja, das ist in etwa, passt das in etwa und wir landen irgendwann da, dass wir aufgrund von mangelnder Wahlbeteiligung die Demokratie abschaffen müssen, wenn das so weitergeht. Ja, ist halt super traurig. Also wir haben halt das, wofür andere richtig kämpfen müssen und sowas. Mit Füßen getreten. Ja. Ich finde nur Eisen, das ist so frustrierend gerade. Und Lava, die mir ins Gesicht fließt. Ich finde auch nichts Tolles. Ich bin jetzt gerade auch wieder in so einer Höhle. Ich habe aber auch irgendwie meine Fackeln vergessen. Ich renne immer permanent zurück, mache irgendwas Neues und dann verliere ich wieder das Konzept und... Ja. Ja gut, was immer die Leute mal sagen, was Merkel angerichtet hat. Euch ist schon klar, dass die Frau eigentlich so gut wie keine Entscheidungsfreiheit hat. Ja. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Das ist ja auch das Problem auf der einen Seite, dass wiederum eine Einzelperson, selbst wenn das Herz noch so sehr auf dem richtigen Fleck liegt, aber auch gar nicht die Möglichkeit hat, da alleine irgendwas durchzuboxen, weil die steht da, will helfen. Und dann wird es halt einfach abgelehnt. Dann heißt es halt, nee, da Stimmenmehrheit dafür auf keinen Fall. Und das ist uns zu kompliziert und das kostet dem Staat Geld. Ich meine, Deutschland ist unglaublich reich. Klar, wir müssen auch immer noch Schulden abbezahlen, aber wesentlich weniger als andere Länder und machen ein unglaubliches Plus. Wir könnten uns eine ganze Menge leisten. Aber das will auch der Bürger nicht. Aus unerfindlichen Gründen. Ich finde komisch, aber kein Problem damit. Ich zahle sehr viele Steuern. Und auch wenn ich jammere darüber, dass ich sehr viel Steuern zahle, als so Übermittelstand, also nicht Übermittelstand, das ist ja Quatsch. Ich meine also fast den Mittelstand, wie nennt man das? Was ist denn die unterste Schicht? Arschlochschicht. Keine Ahnung. Ich bin über Arschlochschicht. Ich bin dann, also halt laut meiner Bank und meinem Steuerberater bin ich halt noch nicht im Mittelstand, muss man sich mal geben. Und ich verdiene eigentlich, wenn man sich das angucken würde, würde jeder sagen, boah, ich verdiene verdammt viel Geld. Ich zahle davon aber die Hälfte als Steuern.
die Hälfte meines Gesamteinkommens als Steuern, muss mich selber sozial versichern, muss mich selber Renten versichern, muss ich selber Kranken versichern, weil ich ja selbstständig bin. Da bleibt für mich im Monat halt übrig, wie jemand, der 400-Euro-Job hat in etwa, fühlt sich manchmal so an. Und da komme ich fast in den Punkt, dass ich momentan halt sage, nicht arbeite, nicht mehr, mache nur noch YouTube, weil sonst komme ich über eine Gehaltsgrenze, in der ich weniger habe als vorher. Das klingt so bescheuert, ja, aber ich habe weniger das ist übrig. So kacke. Und dann müsste ich über einen ganz, ganz gewissen Schnitt verdienen, drüber verdienen, damit sich das wieder relativiert. Und ja, mein Gott, ich jammere darüber und finde das scheiße. Trotzdem bezahle ich das gerne, weil wenn ich einfach sehe, was passieren würde, wenn der Staat nicht das Geld hätte, um das zu machen. Und ich habe auch schon von. Ich hab schon davon Hartz IV gelebt, ein Jahr. Ich weiß, wie wichtig das sein kann. Zumal, da wird ja auch immer so viel Negatives drüber gesagt, die dummen Arbeitslosen und so. Aber nicht jeder kann sich das aussuchen. Manchmal wirst du arbeitslos und kannst nicht mal was dafür. Richtig, wenn du gekündigt wirst und du findest keinen neuen Job, ist ja auch irgendwann das Arbeitslosengeld läuft aus und dann kriegst du halt in Anführungsstrichen Hartz IV, gibt's ja nicht mehr, aber nennt es so Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2 und dann noch andere Variationen davon, von Sozialgeld über Arbeitsunfähigkeit und so weiter und so fort. Also, ich höre hier einen Zombie. Geh mal in deine Richtung, meines langweilig. Das ist schon alles nicht so einfach. Ja, und mich ärgert vor allen Dingen immer bei mir noch, dass auf diesen Gebieten noch immer so viel Halbwissen vorhanden ist, weil es entwickelt sich so schnell weiter und ich kann immer nur von dem Stand ausgehen, den ich noch kenne, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich habe momentan nicht die Zeit, mich auf dem Gebiet weiterzubilden und das ärgert mich total, weil ich weiß genau, wenn ich schon keine Zeit habe, dann haben andere auch keine Zeit, das zu tun. Ich wünsche mir Newsletter vom Staat. Die Frage ist halt auch einfach, wie viele Leute haben überhaupt Interesse daran, sich weiterzubilden. Das ist ja auch das Traurige, ne? Ja, das stimmt. So viele interessiert es halt auch einfach überhaupt nicht, was hier mit dem Land passiert. Was mit unserem Geld vor allen Dingen einfach passiert. Ich meine, wenn ich bedenke, dass der gesamte Planet irgendwie so ein paar Trilliarden Schulden hat, bei wem denn? Ach, Amerika wahrscheinlich. Das ist ja immer so. Amerika gehört ja auch das Weltalten. Ja. Amerikaner, ey. Boah. Amerika ist auch echt noch so eine Sache für sich. Alter, wenn der Trump da noch ein bisschen, also ich kann es einfach nicht, das ist so. Vor allen Dingen verstehe ich das halt auch nicht, in Amerika ist so, wenn auch immer jemand etwas Rechtsextremes gesagt hat, hat er sein Amt verloren, dann wurde geächtet und als Scheiße hingestellt und dann kommt so ein Politiker an, ist der rechtsradikalste Arsch, den es überhaupt nur gibt, super ultra frauenfreundlich und alle so, ole ole, der hat eine Frisur wie ein Meerschweinchen. So. Ja. Ja, doch keiner erklären, dass das normal ist. Ich meine, auch da kenne ich nicht alle Hintergründe. Auch da habe ich momentan einfach nicht die Zeit, weiterzuwickeln und zu bilden. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen habe ich auch meinen neuen Kanal mit dem Vollkornhonig aufgemacht, weil ich das in dem Rahmen wieder tun möchte. Ich möchte auch dann wirklich halt mich weiterbilden darauf, mich entsprechend auf Plattformen bewegen, in Foren und Webseiten durchlesen und dazu dann Videos machen, um auch das Gelernte zu verinnerlichen. Diamanten aufzuheben, muss ich Sachen weglegen, ist das peinlich. Ja, daran fehlt es aber auch extrem, dass du einfach mal, was weiß ich, dich irgendwo, sei es einfach nur mit kurzen Texten oder eben kurzen Videos und sowas, dich mal über die aktuelle Situation und so fortbilden kannst. Ich meine, vor allen Dingen seriös, sagen wir es mal so. Es gibt jede Menge Videos und es gibt jede Menge Webseiten, aber ich bin inzwischen so misstrauisch geworden im Internet, es ist ja auch so ein bisschen so eine Art Hype, diesen Nachrichtenhype angeht, dass ich halt teilweise immer nicht mehr weiß, welcher Seite kann ich wirklich trauen. Und da gibt es, es gibt welche, das ist richtig und das ist korrekt und da kann man sich auch dran halten, das werde ich dann auch machen. Hey, Diamonds, wieso kriege ich ein Achievement? Die hatte ich doch schon mal vorher. Scheinbar nicht. Buddel mich jetzt einfach, ich brauche nicht. Buddel mich jetzt hier einfach quer durch. Jojo. Ich höre schon wieder Lava. Ah, ich bräuchte halt wirklich mal Diamanten, hast du manchmal keine andere Wahl als Strip Mine. Ist ja auch viel sexier als alles andere. Richtig. Und wie ich einfach im Chat jetzt die ganze Zeit im Stream nebenbei sehe, geht's allen anderen auch so. Wir sind halt alle dumm und ungebildet, aber wir wissen es wenigstens. Das ist auch so eine Sache. Manche Leute reden und reden und reden und sagen, ja, das und das und so ist das und haben halt eigentlich keine Ahnung, weil sie total mit dem Halbwissen um sich werfen. Deswegen warne ich ja auch immer davor und sage den Leuten, Leute, Vorsicht, das da ist Halbwissen bei mir. Das weiß ich nicht so genau, aber ich kenne das so und so. Und dann kommt immer Gott sei Dank einer in die Kommentare, klärt einen auf, schreibt, hey, da und da, die und die Quellen, damit man halt das auch nachverfolgen kann. BZW
gibt auch nochmal einen anderen Gesichtspunkt darauf und das finde ich halt großartig an YouTube, weil es ist unsere Chance, YouTube und diese öffentlichen Medien ist unsere Chance, uns weiterzubilden, gemeinsam, weil alleine macht das ja auch keinen Spaß. Richtig. Ich tue mir die Diamanten. Das Problem ist halt auch, dass so aktuelle Sachen noch einfach nie in der Schule angesprochen werden oder so. So selten, nur in guten Schulen, sagen wir es einfach mal. Ja, richtig. So. Oder wenn man halt explizit danach fragt irgendwie, also ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner Schulzeit mal irgendwie, wenn da irgendein aktuelles politisches Thema war, dass das mal irgendwie angesprochen wurde oder sowas. Und ich meine, klar, ist die alte Geschichte auch wichtig und so. Aber ja, klar, woher wir kommen, führt uns dahin, wohin wir gehen. Und das will man ja auch wissen, ne? Richtig, aber dann, dass man nicht, wenn irgendwas Krasses passiert ist gerade oder so, dass man da nicht mal eine Unterrichtseinheit und wenn es nur eine halbe Stunde ist oder sowas, ne, darüber irgendwie mal reden kann. Ich fand das immer so genial, dass sowohl im Religionsunterricht als auch im Politikunterricht es Themen gab, also Sachen, die man angesprochen hat, bei denen der Lehrer gesagt hat, darüber darf ich nicht reden. Das finde ich halt einfach immer noch okay. Krass. Also ich meine, im Religionsunterricht, das ist halt wirklich so eine sehr zweischneidige Sache, verstehe ich es ja noch am ehesten. Dennoch weiß ich nicht, ob wir in einem Land wie Deutschland das dann so stark tolerieren sollten. Dann sollen doch die Leute ihre Kinder lieber halt einfach in Werte und Normen stecken, wie man das bei uns gemacht hat, wenn sie nicht wollen, dass man über gewisse Themen redet. Ja. Weil diese Schwarz-Weiß-Politik der Religion in Deutschland ist halt nicht so gesund. Wobei die mir immer noch lieber ist als die Rechtspolitik. Weil halt auch die Christen ja sagen, hallo, Gleichstellung fördern, Menschenliebe fördern in jeglicher Form, das ist wichtig. Und ob der Hintergrund jetzt ist, ob sie sagen, das stimmt aber nicht mit der Evolutionstheorie, bla bla bla. Erstens, es ist immer noch eine Evolutionstheorie. Eines Tages kann jemand kommen und das Gegenteil beweisen. So, ja. Es ist ja fast bewiesen, aber theoretisch ist halt sowieso immer so eine schwierige Sache. Wer weiß, ey, irgendwann kommt es raus, dass wir von Aliens oder sowas auf diesem Planeten als Amöben abgesetzt wurden und es war Absicht, dass wir uns teilen. Ist alles möglich dahingehend. Ja. Warum soll man jemanden verurteilen? Das schadet ja niemanden. Sei denn, du kriegst so einen radikalen Christen ab, der dann mich, wie ich das bei meinen Kommentaren hatte, hatet dafür, dass ich die Evolutionstheorie vertrete. Das war etwas komisch. Ja. Aber da denke ich mir so, ja, sorry, das ist mein Glaube, ich nehme dir ja auch nicht deinen Glauben. Ja, deswegen, ich finde sowieso, wie ist das Wort dazu? Radikalität? Alles, was jedenfalls radikal ist, Fanatismus, Extremismus, jede Form von Extremismus. Das ist halt sowieso immer krass. Also ich lasse jedem seinen Glauben und es ist mir auch kackegal und so, aber Vegetarier! Da finde ich ja auch das Lustige, was ich im Moment super oft sehe auf YouTube und Facebook und was weiß ich nicht wo. Es heulen ja alle immer rum von wegen, oh ja, die Vegetarier zwingen ja jedem ihre Meinung auf und sowas, ne? Ich meine, ich halte mich da echt super raus. Ne? Ich habe da natürlich auch meine Einstellung zu etc. bla bla, aber das Lustige ist einfach, du findest inzwischen unter jedem Post, der irgendwas mit vegetarischem und veganem Essen zu tun hat, ne, alle Kommentare darunter sind inzwischen nur noch von wegen von Leuten, die halt Fleisch essen und sowas, wie sie dann die Vegetarier und die Veganer bashen, wo ich mir auch denke, genau, aber wir sind dann die Schlimmen, die immer allen unsere Meinung aufzwingen wollen. So, ey, ne? Das habe ich neulich auch in einem Video angesprochen, nach dem Motto so, ich kenne wirklich keinen Vegetarier, der mir den ganzen Tag sagt, ich bin übrigens Vegetarier. Wenn jemand gerade neu Vegetarier wird und noch jung ist, dass der dann vielleicht häufiger mal erwähnt, boah, ich bin jetzt Vegetarier, weil der aufgeregt ist und das spannend findet, ist normal und das sollte man als Freund völlig akzeptieren. Weil das ist neu, das ist spannend, das willst du teilen und möchtest darüber reden können. Aber so allgemein, so ein Vegetarier, schon lange Vegetarier ist, redet jetzt nie den ganzen Tag mit Vegetarier. Aber das Gegenteil kenne ich von Leuten, die darüber reden, dass andere Vegetarier sind. Und das finde ich echt krank. Weißt du, da kommt dann wieder mein Spruch so, Vegetarier, Nein, das ist halt einfach, natürlich, natürlich gibt es diese Veganer, Vegetarier, wie auch immer, die einem da alles aufzwängen wollen und nur mein Lebensstil ist der richtige. Es gibt so wenige, ey. Die gibt es vor allem in jedem Lebensstil, weißt du, es gibt immer, egal wie du lebst, ob du, was weiß ich nicht was, ne, egal welche Lebenseinstellung du hast, immer die das einfach stillschweigend zu ihr Ding machen, was sogar die Mehrheit ist. Und du hast diese 5 Vollpfosten, die dann da stehen, ich mach das aber so und so und nur das ist richtig und du musst das auch so machen. Die sind am lautesten, das ist das Problem. Ja, das ist bei allen so. Das ist bei politischen Einstellungen so, das ist bei, bei allem einfach. Und du stehst da, ja, toll. Und dann
dann schreien alle immer, nee, Therese, fällt aber die Böven und so, ne? Ja, das ist halt das Problem. Die sind am lautesten und den Leuten, die laut schreien, rennen halt andere, die sich nicht trauen zu schreien, hinterher. Und es ist sowieso mal leicht, die negative Meinung eines anderen zu vertreten, weil man hat dann wenigstens dann ein kontroverses Thema. Weil zu sagen, zu jemandem zu gehen, zu sagen, ja, deine positive Einstellung finde ich gut, ist ja so unspannend. Menschen stehen ja auf Drama und Problematik und da denke ich mir einfach so, ach komm, nimm einfach mal ein Messer, schneid dir einen Finger, hast du Drama für einen Tag, ansonsten halt die Fresse. Das ist wirklich einfach, also, nee. Das ist übrigens auch ein ganz, ganz interessanter Themenübergang zu den Leuten, die sich ja selbst verletzen. Das ist ja eine ähnliche Zwangsstörung, die halt auch darin gipfelt, dass der Körper auf diesen Stress total abfährt. Ja. Also, kannst du nichts machen. Ist ja auch nicht schlimm, das ist ja eine Erkrankung, mein Gott, das ist halt scheiße, gelaufen, passiert. Nee, deswegen, ich habe für mich so entschieden, von wegen, ich lasse jeden einfach so machen, wie er möchte, solange er damit keinen anderen oder mir irgendwie schadet oder so, kann ja jeder machen, wie er möchte. Richtig. Wenn einer meine Meinung zu einem Thema haben möchte, dann sage ich die ihm und dann muss er halt auch mit meiner Meinung klarkommen und dann ist gut, ich akzeptiere dann auch gerne die Meinung von anderen, wie gesagt, solange sie niemandem irgendwie schaden oder sowas. Also wenn er jetzt steht, ja, ich finde aber alle Menschen mit blonden Haaren sollten ausgerottet werden, das ist meine Meinung, dann denke ich mir auch, du bist ein bisschen dumm, bist du, ne? Aber sehr gut, bitte auch mit, genau mit dem Tonfall. Okay. Nee, aber was weiß ich, wenn mir jetzt einer ankommt von wegen und ich sage, nee, ich esse kein Fleisch und er sagt, jo, ich esse aber Fleisch, dann sage ich, jo, ist okay. Richtig. Deswegen, wenn er mich dann fragt, warum ich zum Beispiel kein Fleisch esse, dann sage ich ihm das auch und dann hat der meine Gründe da zu akzeptieren, so wie ich seine Gründe halt akzeptiere, warum er Fleisch isst oder so. Also eben. La 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 la. Ja. Ich meinte, tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, kommentieren, bewerten, liken, favorisieren, abonnieren, all den Kram. Bis zum nächsten Mal.